Vielleicht zu den Instanzen nochmal ein Hinweis. Wenn Sie Instanzen verwalten, können Sie das hier tun. Das haben wir bereits auch besprochen. Wenn Sie Instanzen löschen wollen, dann geht das an der Stelle nicht, sondern nur über den Explorer in den Ordner V2000.7. In den Ordner VICAS Instanzen und hier haben Sie die Möglichkeit, Instanzen auch zu löschen. Jede Instanz beinhaltet Unterordner. In dem Ordner Entries Einträge zu jedem Bauvorhaben und in jedem Ordner befinden sich alle Informationen wie natürlich die Bilder, die PDF-Dokumente und die Massen und Mengen. Gibt es keine individuelle Instanz für fachberaterspezifische Projekte, können Sie auch den ganzen Ordner kopieren auf andere Rechnung. Also die Frage kommt immer wieder mal, wie kann man auch so eine Instanz auf andere Rechner kopieren? Das wäre dann im Prinzip der gesamte Ordner VICAS, den Sie also auf andere Rechner kopieren könnten. Voraussetzung, es sollten keine individuellen fachberaterspezifische Inhalte hier hinterlegt sein. Gut, bearbeiten, Instanzen verwalten. Mit Versionsveröffentlichung vorbereiten können Sie, wenn mit der Angebotsakte gearbeitet wird, verhindern, dass zum Beispiel Instanzen gelöscht werden können. Mit der Funktion Neue Version veröffentlichen können Sie eine Kopie einer Instanz anlegen und für die bestehende Instanz, für die alte Instanz, ein Ablaufdatum eingeben, bis wann noch offene Angebote zum Beispiel bearbeitet werden können. Ja, das ist insofern interessant, weil natürlich die Instanzen ständig auch mit neuen Projekten gefüllt werden, mit Varianten von Plänen. Sie arbeiten mit der Instanz, machen Angebote und wenn man also dann sagt, gut, zum Zeitpunkt X möchte ich, dass also alle noch offenen Angebote bearbeitet werden. Anschließend soll die Instanz also nicht mehr verwendet werden. Dann können Sie natürlich eine Kopie anlegen, eine neue Version veröffentlichen, in der dann auch die neuen Projekte natürlich importiert werden.